Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite gleich. Oh nein, es tut mir leid. Da hinten ist eine Brücke. Das ist bestimmt die Brücke, zu der wir müssen. Bitte lass es die Brücke sein. It seems to me that the potion led me here on purpose. Leah must be linked to all this. But how? Achso, wir sind sogar auf der richtigen Seite jetzt. War hier nicht eben auch noch was? Von hier kommen wir, ne? Ja, den kann ich nochmal mitnehmen. Okay, wir sind zumindest wieder da, wo wir sein sollen. Gut, da ist das Tor. Dann kommen wir jetzt wieder hierher. Okay. So. Wir sind wieder zurück. I love how rivers flow so fast. I sometimes think, what would happen if I just jumped in? Where would this one take me? You would drown. Do you think it goes all the way to the sea? I've never been to the sea. One day I'm going to take you. Damn, the memories faded away. Okay, aber wir haben eine neue Seite. Maus da. Yesterday was so wonderful. I didn't have time to write. But I spent almost the whole day with Alex. Das heißt, sie kannte ihn damals trotzdem schon. Ich meine, wir sind jetzt in 2011. Aber sie hat ihn dann ja anscheinend erst nach dem Camp getroffen. Nachdem sie abgehauen ist. Weil im Camp war kein Alex, da bin ich mir sicher. Achso, da ist ein Bindestrich, Alexander. We saw the stone labyrinth and it's amazing. It's full of beautiful rocks and weird twisty little passages. I love that place. When we reached the heart of the labyrinth, Alex asked me about the lucky leaf fire. Okay. Das heißt, das ist, die Erinnerungen sind tatsächlich von früher. Nein, bei dem Vater würde ich ihm auch nichts von Alex erzählen, das stimmt schon. Glückwunsch zu deinem schönen Waldspaziergang, danke. At first I wanted to run away, but then something about the place was so insanely cool. We sat down under a huge tree and I told him what happened. The real story. I don't know what he thought, but at least someone finally listened to me. And if he doesn't believe me, then screw him. I'm proud of myself for hiding how hard it was for me to walk. He didn't have a clue. The pain is terrible and comes almost every day. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich meine, es ist ja 2011, das ist ja von früher. Das heißt, da hat sie Alex kennengelernt und da hat sie schon mit ihm drüber gesprochen. Das heißt, das sind tatsächlich alte Erinnerungen und keine jetzt von dem Moment, wo wir sie suchen. Das hätte ich jetzt angenommen, muss ich gestehen. Fußspuren. Sie führen hier hoch. Aber es sind keine Erinnerungsfußspuren, sondern es sind frische Fußspuren. Die gehen jetzt hier hoch. Ja. Ach Gott, wie süß. Hier ein bisschen deplatziert und gruselig, aber süß. So, mal sehen, wen wir am Ende dieser Fußspuren finden. Es sind zumindest kleine Fußspuren, das beruhigt mich. Und ich vermute mal nicht, dass es Stella ist, sondern es wird Lea sein, die wir finden. Hier ist gemalt, also gehe ich hier rum. Richtige Entscheidung. So, denn hier hoch. Benji der Fuchs. Füchse heißen bei mir seit Little Miss Fortune immer Benji. Wir haben eine Nachricht bekommen, habe ich gar nicht gehört. How are you holding up?
I feel like giving up on its ordeal. Still nothing. I'm getting desperate. Ja. Hang in there, Dan. Wir haben sehr vertraut, oder? So mit Dan. I might be onto something. I'll call you soon. Vielleicht erzählt sie uns denn ja auch mal was von dem, was sie rausfindet und sagt nicht nur, ja, nee, vergiss es. Vielleicht ist das ja gar nichts. Also, lassen wir mal. Achso, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Nee, sind wir nicht. Das ist ein Ort, wo sich kleine Kinder aufhalten sollten. So lebensbejahend. Also ich sehe auch so immer, wo die Spuren hinführen, aber ich drücke das trotzdem immer einmal. Hey Dan, anything new in your end? Yeah, I found that doll for Leah. Who's Leah? The little girl I told you about. I'm absolutely sure she knows something about Stella. How so? Well, she forced me to go to this place. It seemed to be connected to my past. I just can't remember how. So I brought her the doll, and then she ran off and vanished. Well, maybe she just went home. With all the dark stories about these woods, little girls are not usually allowed to be here alone. I don't think she has an actual home. Well, anyway, I called you because I need to know something. Sure. What is it? Was there someone called Alexander at one of your camps? Well, over the years, there were a lot of kids. No, I don't mean any kid. He would be someone special to you or Stella. Maybe to both of you. Now that I think about it, the name seems familiar, but I'm damned if I can remember why. Come on, try to remember. Damn it. I feel like my memory's going to hell. I should remember all these things. Okay, so if you manage to remember anything, let me know. It could be very important. Will do. And how are you holding up? I feel guilty that you're spending so much time helping me. I'll be gone when I need to. Anyway, this is very intriguing. Thank you, Elle. You have no idea how much I appreciate this. Don't worry about it. There is something in it for me as well. Und was? Was ist denn für sie da drin? Und Alexander, der Name kommt ihm bekannt vor. Er hört doch jetzt die ganzen Erinnerungen. Da wurde Alexander doch Alexander genannt. Sonst hätte da bei uns ja auch weiterhin Boy gestanden. Er hat doch gerade erst den Namen gehört. Warum sagt er jetzt, ja, kommt mir bekannt vor, aber ja, nee, irgendwie weiß nicht. Was ist das denn bitte? Hat er Alzheimer oder will er es nicht sagen? Entschuldigung, aber das finde ich doof. Also dumm. So, gibt's hier Fußspuren? Nein. Gut, das eben war ja auch eine Sackgasse. Also es gibt ja nur einen Weg. Hier gibt es Fußspuren. Weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Und in dem Spiel würde mich aber auch nicht mehr wundern, wenn Lea die Tochter von Stella und Alex wäre. Ja, das... daran habe ich noch nicht gedacht, aber das wäre... das... den würde ich gar nichts mehr verstehen in diesem Spiel. Ich weiß ja jetzt noch nicht mal, ob das hier wirklich alles passiert oder ob der wirklich einfach nur durch ist und sich den ganzen Scheiß einbildet. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es Lea überhaupt gibt, muss ich gestehen. Hier sind einfach zu viele Ungereimtheiten und komische Blümchensaft, ja. Ja, der ist hier die Antwort auf alles. Am Ende des Tages, der Blümchensaft regelt's. Auch eine etwas fragwürdige Message, oder? Ich weiß ja nicht. So, der sieht, da haben wir eine Puppe, nur ohne Kopf. Aber man könnte doch theoretisch den Körper nehmen und dann einfach den
Da hängt auch eine ganze und da hängt auch eine ganze. Hier hängen überall Puppen. Hier sollten wir vielleicht mal... Kann ich Hände waschen? Ich möchte so dringend Hände waschen. Ich möchte Hände waschen. Okay, da kommen wir nicht rein. Was haben wir hier hinten noch? Blümchen? Wir müssen unseren Vorrat aufstocken. Hände waschen? Der kann überall die Hände waschen, nur hier nicht. Hier? Refreshing. Schön. So, es geht auch nur an dieser speziellen Stelle, dass man sich die Hände waschen kann. Das kann man nicht überall hier in dem Fluss, weil überall sonst ist dreckig. Moment. Nee, das wollte ich nicht. So, ich wollte einmal schauen. Devil's Trumpet. Okay, was wir haben, haben wir. Wir sehen nämlich so viele von denen. Dann können wir hier nämlich einmal... Achso, das kommt ja dahin, genau. So. Okay, die haben wir noch voll, aber dann können wir hier nochmal ein bisschen auffüllen. Dann können wir nämlich die hier auch gleich mitnehmen. Wo ist sie? Da. So, ich möchte nämlich nicht, wenn wir irgendwann mal ein Blümchen brauchen, ich möchte nicht erst dann auf die Suche gehen müssen. So, Bill. Dieser Baum ist eklig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas mal sage, aber... Was? Ach, da ist Lea. Ich habe sie nicht gesehen. Is this how you keep your promise? I'm running around, doing you favors, like a complete idiot. And you can't even wait for me a few damn minutes in a safe place. You know what? Keep your stupid doll. I'm done with you. Was macht er? Yeah, please, come back. I'm sorry I yelled at you. I was just so afraid the beast got you. Oh, shit. I have to catch her before she gets hurt. Sag mal, was? Sie sitzt da und weint. In einer komplett beschissenen Umgebung, mit einem gruseligen Baum neben sich, hat wahrscheinlich Angst. Zumindest sollte man das von einem normalen kleinen Kind annehmen. Und er schreit sie denn an, ja klar, sie ist weggegangen, sie sollte da warten. Aber dann schreit er sie auch noch an? Also, wie gesagt, ich finde Daniels Methoden meist etwas fragwürdig. So, und ich hätte ihr vielleicht sofort hinterherlaufen sollen, das wäre vielleicht ganz schlau gewesen. Ach, sie war so nett und hat auf uns gewartet. Das finde ich sehr nett. Hoch oder runter? Hoch. Slow down. Ach, da stoßen wir uns den Kopf. Where did she disappear to? Hier durch? Sie ist doch nicht hier runtergeklettert. Unsere Hände sehen aber auch echt ein bisschen mitgenommen aus, ne? Genau, weil Balancieren ja das Schönste der Welt ist. So, wenn wir hier runterfallen, dann adieu. So. Ich meine, es sieht ja eigentlich schön aus, ne? Wenn man so den ganzen Hintergrund hier mal so außer Acht lässt. Ja, ein absolut unfähiges Arschloch, das stimmt. Wenn diese Dinger hier stehen, dann will ich hier nicht runter. Und es wird hier dunkel drin. Hier ist Lea doch nicht rein, also jetzt mal ganz ehrlich.
toll. Dieses dusselige Girl, lassen wir sie doch einfach. Und mit dem Mal ist es auch wieder dunkel. Eben war es noch taghell. Oh nein, hört ihr es auch? Ich höre ein Herz schlagen. Da ist es. Das ist es doch, oder? Ja, bin ich mir sicher, das ist es. Ich mach mal das Licht aus. Bitte keine Kinder. Oh, bitte nicht. Ich überlebe das nicht nochmal. I need to get to her and fast. Ist das die Alte? Das ist die Alte, oder? Oh nein, das sind. Maybe she actually came to help Leah. Okay, dieses Kreischen ist super eklig. Wieso schwebten die gerade? Und die oh nein, jetzt ist auch wieder solche Spinnviecher. Ihr kommt hier aber nicht hoch, ne? So, ich muss jetzt mal gucken. So, ich vermute mal, wir müssen das Herz kaputt machen, bevor wir dazu Lea kommen, denn da führen auch wieder diese komischen... Ich weiß nicht mal, wie ich das nennen soll. Kleine Menschenopfer und so. Das Übliche aus den Kitas. Okay. Licht. Oh nein, und diese Musik schon wieder. Ja, das macht mir auch super Mut hier. Okay, die Alte, die scheint ja hinüber zu sein jetzt. Oh, es wird bestimmt wieder so ein Labyrinth-Ding. Ich weiß noch, wie ich beim letzten Fest hing. Das Licht. She was able to keep those things at bay with this. Es ist der Stick of Truth, den wir gefunden haben. Entschuldigung. Ich versuche gerade nur irgendwie damit klarzukommen. You have acquired a stasis totem. From now on, you can put unsuspecting enemies and something even in environment into temporal stasis. Okay, das ist dann eben also passiert, als wir die haben schweben sehen. By holding space, your totem will start charging. The more you charge it, the longer the stasis lasts. After you release space, you will plunge the totem into the ground, creating a stasis field. Be careful, though. You cannot use your totem on hard surfaces. Okay. You can use the totem as much as you like, but beware of overcharging it. You will lose all your charges. Okay, da müssen wir also aufpassen. The totem is not strong enough to affect transformed enemies, so you still have to hide from them. Ah, okay, deshalb, das funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht. Okay, das heißt, deswegen konnten auch die Spinnviecher eben noch angreifen und die Alte richten. The stasis totem can also affect the environment plagued by dark cocoons. Putting them into stasis can sometimes clear your path.
Oh Gott,